Die YouTuberin Lamona Lisa steht in den USA wegen Totschlags vor Gericht, weil sie während eines YouTube-Stunts ihren Freund erschoss. Auf ihrem Twitter-Account kündigte sie das gefährlichste Video aller Zeiten an. Für ihren Lebensgefährten sollte das nun das letzte sein. Aus dem Glauben heraus, dass ein dickes Buch eine Pistolenkugel aufhalten könnte, schoss die gerade Schwangere auf ihren Freund. Doch der Schuss durchschlug das Buch und tötete den jungen Familienvater vor den Augen der dreijährigen Tochter. Medien berichten, das Paar hätte sich für das irre Experiment entschieden, um ihre Followerzahl zu erhöhen. Laut YouTuberin war der Stunt die Idee ihres Lebensgefährten. Er soll sie sogar dazu gedrängt haben, auf ihn zu schießen. Ihr drohen nun bis zu 10 Jahre Haft.